Und wieder sind wir wieder da. Ja, ihr merkt, ich bin ein bisschen Konfuzius, wie immer. Aber nichtsdestotrotz zeige ich euch, was wir heute wieder Schönes für euch haben. Wir haben etwas aus dem Bereich Beauty. Und zwar dachten wir da an das hier. Birds Bees. Ich weiß nicht, was die Bienen von Bird da wieder gemacht haben, aber soll ganz gut sein. Und zwar ist es eine Handcreme mit Shea Butter, Orangen, also Orangenextrakt und Pistazien. Und selbiges eigentlich auch nochmal für die Lippen, also ohne die Butter, aber mit Orangenextrakten und Pistazien. Also eine Lippencreme. Im Winter eigentlich immer sehr gut zu gebrauchen, denn nicht nur die Hände sind ja rissig, gerade die Lippen liegen immer ungeschützt, denn man hat selten was. Ne? Im Gegensatz zu Handschuhen gibt es eigentlich keine Lippschuhe. Ich glaube nicht, nein, habe ich noch nie von gehört. Aber eben um in dieser kalten Jahreszeit dann jetzt, auch wenn man mal über den Weihnachtsmarkt irgendwo geht, über den Christkindlmarkt oder wie auch immer der bei euch heißt, bei uns heißt der hier Märchenweihnachtsmarkt. Wie könnte es auch anders sein als in dieser von den Brüdern Grimm geprägten Region? Genau, so heißt er jedenfalls. Und da kann man das bestimmt sehr gut gebrauchen. Es sieht kleiner aus als gedacht, aber es war auch teurer als gedacht irgendwie. Ich habe jetzt gedacht, für den Preis kriegt man ein bisschen mehr, aber ich glaube, in Beauty ist das alles irgendwo so immer in den Preisregionen. Ja, wenn ihr das gerne haben möchtet, nehmt auf jeden Fall teil. Wenn nicht, ist es vielleicht auch ein sehr schönes kleines Geschenk nochmal nebenbei. Soll es ja auch geben, dass die Leute sich zu Weihnachten was schenken. Und ihr findet die Anleitung unten in der Beschreibung. Das Video, wo ich erkläre, wie man teilnimmt, das gibt es natürlich auch in der Beschreibung. Einen Link gibt es auch in der Beschreibung. Es gibt einfach alles in der Beschreibung. Wenn ihr irgendwas wissen wollt und es nicht in der Beschreibung steht, fress ich einen Besen. Aber in dem Fall könnt ihr auch gerne nochmal nachfragen und dann kann ich das nochmal beantworten, auch für alle. Ja, ansonsten wünsche ich euch viel, viel, viel Glück und dann sehen wir uns morgen schon wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao!